Du hast also keine Lust, den riesigen Developer-Blogpost von iRacing zu lesen und des Englischen bist du auch nicht mächtig? Okay, ich hab's getan für dich. Los geht's. Moinsen, Freunde der Sonne. iRacing hat mal wieder einen riesigen Developer-Blogpost rausgehauen für Mai, denn die neue Season steht bald vor der Tür und es kommt einiges auf uns zu und darauf können wir uns wirklich freuen. Unter anderem werden die Wet-Reifen für die GTPs angepasst. Die scheinen wohl noch nicht ganz so funktioniert zu haben und da wird nochmal ein bisschen was dran geändert und das verbessert. Des Weiteren, wo wir gerade bei Wet-Reifen sind, Reifen, da sind wir wieder im Denglischen unterwegs, an den Regenreifen. Da wird auch gleichzeitig noch gearbeitet am 992 Cup, am MX5, an all den GT4s und am Legie. Und was bedeutet das für uns? Wir sind ja jetzt am Wochenende 24 Stunden Nordschleife gefahren und das Ganze war noch trocken und wir konnten noch nicht vom Wettersystem profitieren. Das werden wir in Zukunft können, denn es kommt endlich dazu, dass die Fahrzeuge, die dort mitgefahren sind, Regenreifen kriegen. Des Weiteren wird ein Nvidia-Bug behoben. Da kam es zu Abstürzen von der Simulation bzw. Disconnects vom Server, währenddessen du gefahren bist. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ihr könnt euch sehr gerne bei Dan Suzuki mal in den Stream bei Twitch einklinken und dort die Highlights bzw. Clips angucken, wie Dan mitten im Rennen einfach disconnected wurde, aber noch fahren konnte und alle anderen Fahrzeuge irgendwie verschwunden sind. Es war ein bisschen witzig, aber ich denke, es war auch gleichzeitig eine sehr frustrierende Woche, bis das rausgefunden wurde. Des Weiteren kriegen wir noch Street Stock Cars. Zwei neue Buddies werden wir bekommen. Aktuell ist es so, dass der Street Stock Car, was wir fahren können, von 2010 ist und das wird jetzt auch mal in die Gegenwart gepustet. Du hast die Möglichkeit also dort zwei neue Buddies zu kaufen und das Schöne daran ist, du kriegst zwei für einen. Das heißt, beide Buddies wirst du bekommen, wenn du dir nur das Paket kaufst, denn es ist nicht so wie sonst normalerweise, dass du ein Fahrzeug kaufen kannst. Nee, du kriegst gleich beide dazu. Aber keine Sorge, falls du Streetstock-Car-Fahrer bist, was übrigens die viertmeist gefahrene Serie in iRacing ist, dann hast du kein Problem, denn du wirst auch weiterhin mit den 2010er Fahrzeugen dran teilnehmen. Jetzt noch eine sehr, sehr schöne Neuigkeit, die mich wirklich sehr gefreut hat, denn es ist nun so, dass iRacing aktuell am Mustang arbeitet und am Corvette, an der Corvette GT3 und da kann man schon den ein oder anderen Teaser im Blogpost sehen in Form von Bildern und da freue ich mich sehr drauf, endlich mal neue GT3 Fahrzeuge. Und die Serie wird sozusagen komplettiert jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie die sich fahren werden. Ich habe richtig Bock auf den Mustang, weil das ein richtiges Schlachtschiff ist. Das ist so ein richtiges dicken Auto für mich mit kleinen Pullermann. Und auf der Strecke habe ich einen großen. Geil. Aber es kommen nicht nur neue Autos raus, nein, es werden auch neue Strecken kommen. Unter anderem wird dort der Sachsenring kommen. Und noch eine Strecke, die ich auf Spanisch wirklich sehr schwer aussprechen kann. Ich lese kurz ab. Circuito de Navarra. Falls ihr das mir beibringen könnt, wie man das richtig ausspricht, wäre ich euch sehr dankbar. Das ist eine spanische Strecke, die in den Bergen von Iberien unterwegs ist. Und die kommt auch for free mit dazu. Und dann haben wir noch den Oswego Speedway, der in der asphaltierten als auch in der Sandversion kommt. Für die ganzen Leute, die Streetstock fahren, beziehungsweise die ganzen Buggies, die da durch den Sand feuern. Da muss ich aber gleich noch dazu sagen, die Asphaltversion kommt jetzt raus und die Sandversion, daran sind sie noch am Arbeiten, die kommen später. Was auch für mich sehr interessant ist und worauf ich mich sehr freue, die NASCAR Trucks kriegen endlich neue Buddies. Das heißt, sie werden auch in der Gegenwart ankommen. Da passiert ja wirklich sehr viel in NASCAR. Da wird ja regelmäßig gearbeitet an den Fahrzeugen und in Zusammenarbeit mit ein paar Ingenieuren von NASCAR setzt iRacing gerade die neuen Trucks um und die werden dann für uns demnächst zur Verfügung stehen. Des Weiteren, falls du persönlich ein Singleplayer-Fahrer bist oder sagen wir mal ein KI-Fahrer, wirst du dich auch sehr freuen können, denn dort wird jetzt gerade aktuell an der UI gearbeitet. Da wird alles noch mal ein bisschen schicker gemacht für dich, dass das nicht so ein Krampf ist wie vorher. Des Weiteren wird auch noch die Driver-Set-Seite komplett überarbeitet, ein bisschen detaillierter, ein bisschen schicker, ein bisschen moderner. Das heißt, das ist auch eine schöne Sache, die da auf uns zukommt, worauf ich mich sehr freue, denn das UI ist manchmal wirklich nicht so angenehm. Aber alles in allem können wir uns sehr darauf freuen.
Es wird auch gerade aktuell in-house noch an einer Engine gearbeitet. Das las ich sehr witzig im Blogpost, denn sie haben die ganze Zeit gesagt, ach Mensch, wir haben das ausprobiert, wir haben das ausprobiert und das ausprobiert. Aber irgendwie waren wir damit nicht so zufrieden. Wir machen das jetzt alleine. Das heißt, wir werden da in Zukunft auch noch mal ein bisschen was Schickes sehen und uns freuen können. Denn man kann schon die ersten Screenshots sehen, wo Fahrzeuge auf Strecken unterwegs sind mit der neuen Engine. Das heißt, sie sind dran und werden iRacing mal von 1999 grafiktechnisch vielleicht mal auf 2024 heben. Was für mich persönlich immer nicht ganz so wichtig ist, weil ich darauf nicht so wirklich viel achte. Aber einige Menschen da draußen legen ja doch ein bisschen Wert darauf, dass das sehr schön präsentiert wird. Und gute Nachrichten für euch, sie arbeiten dran mit Hochdruck und haben aber noch nicht gesagt, wann das passiert. Aber sie arbeiten dran. Des Weiteren wird auch das komplette UI jetzt modernisiert. Davon gab es ja vorher auch schon mal ein paar Screenshots von In-Game-UI als auch die UI außerhalb und auf der Homepage. Da sind sie auch dran, überarbeiten alles und holen alles mal in die Gegenwart. Ich habe so gerade das Gefühl, es wird so ein bisschen so ein Frühjahrsputz gemacht. Es wird mal so ein bisschen hier ein bisschen Staub runter, da ein bisschen Staub runter, hier mal ein bisschen schön, da ein bisschen Möbelpolitur. Ich freue mich wirklich sehr darauf und finde es auch sehr, sehr schön zu sehen, dass dort so viel gearbeitet wird. Und was ich auch unglaublich fantastisch finde, und das möchte ich hier auch mal erwähnen, denn ich wünschte mir, das würden sehr viel mehr Firmen bzw. Spieleentwickler machen. Die Patch Notes bzw. der Developer Blog sind einfach allererste Sahne. Ich finde das unglaublich klasse, dass dort sich ein Mensch hinsetzt bzw. eine Firma und das alles auflistet und dir das persönlich, ich habe auch das Gefühl, ich werde persönlich angeschrieben, dort schreibt und du dir alles durchlesen kannst, was kommt bzw. was geplant ist und worauf du dich freuen kannst. Also an der Stelle Chapeau. Dankeschön und ich freue mich drauf. Freut ihr euch auch darauf, dass wir endlich Mustang fahren können, beziehungsweise Corvette oder die neuen Trucks? Das ist, es ist nicht mehr lange hin und dann ist es soweit. Lass mich doch gerne mal wissen, was dich bei dem Update beziehungsweise bei dem Blogpost sehr gefreut hat, was hier aufgezählt wurde, oder du hast es ja auch selber gelesen. Ich werde dir den Link unten mal in die Beschreibung hauen. Wenn du des Englischen mächtig bist, kannst du dir das alles nochmal ganz genau durchlesen beziehungsweise schmeiß es in den Übersetzer und lässt das Ganze mal für dich übersetzen, wenn Englisch nicht deine Hauptsprache sein sollte. Dann wünsche ich dir einen unglaublichen Tag. Aber bevor du jetzt gehst, hau mir doch nochmal ein Däumchen rauf. Hoch oder runter. Ist beides für mich okay, ist Feedback, mit dem wir arbeiten können und das wäre Weltklasse. Und dann geht ein Kuss raus an alle Kanalmitglieder. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr die Reise noch drüber hinaus unterstützt. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis den Dansen. Ciao, Kakao. Oh, by the way, hätte ich fast vergessen. Vielleicht sehen wir uns im Livestream. Würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst und ein bisschen reinschattest. Bis dann.